Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat gestern gleich zum Wochenauftakt einen massiven Rückschlag hinnehmen müssen. Der DAX geriet vom Handelsstart weg unter Druck und baute seine Verluste immer weiter aus. Am Ende lag er dann bei 12.177 Punkten. Das ist ein Minus von 3,7% bzw. 469 Punkten. Blicken wir voraus auf den heutigen Handelstag, jetzt zusammen mit Viola Grebe, unserer Korrespondentin an der Börse Frankfurt. Schönen guten Morgen. Viola, ja, sehen wir heute vielleicht leichte Erholungstendenzen beim DAX? Wie wird diese erwartet? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht tatsächlich nach einer leichten Stabilisierungstendenz jetzt für den Start in den zweiten Handelstag der Woche aus. Wenn man bedenkt, was wir gestern verloren haben, dann reicht das aber natürlich nicht aus, um diese Verluste tatsächlich dann wieder ausgleichen zu können. Gestern war es ja eine ziemlich heftige Mischung aus Corona-Ängsten, Furcht vor einem weiteren Lockdown oder zumindest Teil-Lockdowns und die schwachen SAP-Zahlen, die die SAP-Aktie abstürzen ließen. Und als DAX-Schwergewicht hat uns das natürlich noch weiter runtergezogen. Nur sind die Corona-Ängste keineswegs weg. Und was wir auch gestern an der Wall Street gesehen haben, das Gezerre um weitere Konjunkturhilfen, das dauert ja auch an. Auch das belastet natürlich weiterhin die Märkte, eben auch und gerade in den USA. Und interessant, gestern konnten sich die Tech-Werte dem auch nicht entziehen. Sonst hatten in der letzten Zeit ja vor allem die Standardwerte was abbekommen und die Tech-Werte konnten sie noch behaupten. Gestern war das nicht der Fall. Der Dow ist dann jedenfalls mit einem Minus von 2,3% aus dem Handel gegangen. An den asiatischen Börsen sehen wir heute Morgen ein leicht gemischtes Bild. Nicht so wahnsinnig viele Ausschläge bei Nikkei und Shanghai Composite, dafür deutliches Minus beim Hang Seng. Da wurde gestern nicht gehandelt, heute wurde dann wieder, aber dann musste der quasi ein paar Verluste noch quasi wieder, naja, aufholen, kann man in dem Fall nicht sagen. Aber die Stimmung ist jetzt nicht toll, aber es sieht zumindest nach einer Stabilisierung für den Handelsstart aus. Dann vielen Dank für den Überblick, Viola. Ja, nach diesem Ausblick auf den heutigen Handelstag folgt unsere Marktidee. Heute ist die Spechtle. Bechtle hat gestern vorläufige Quartalszahlen veröffentlicht und einen Gewinnschub gemeldet. Die Aktie konnte dadurch einen Teil ihrer Verluste wettmachen. Aus technischer Sicht bildete sich auf der 200-Tage-Linie eine Doji-Kerze. Damit besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Stabilisierung oder technische Erholungsbewegung. Anleger sollten zunächst vor allem zwei Kursziele im Auge behalten. Wenn Sie wissen möchten, wo sich diese Kursziele befinden, dann lesen Sie nach in einer ausführlichen Chartanalyse. Gehen Sie dazu auf www.ideas-daily.de. Ja, wenn Sie mögen, sehen wir uns dann morgen wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin, auf Wiedersehen.